rasselt in mir. Ich bin so aufgeregt. Ich bin wirklich unnormal aufgeregt. What's poppin', Boys and Girls? Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich gerade, als würde ich so nach 1 oder 2 Jahren wieder zurück sein. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, mit was Sanftem einzusteigen, und deswegen teile ich heute mit euch etwas, was mein Leben extrem verändert hat. Es geht heute darum, mit euch ein veganes, zuckerfreies Eis zu machen, das ihr als Alternative essen könnt zu anderen Süßigkeiten und zu anderen Eissorten, was sehr, sehr schnell gemacht ist, super simpel ist und es einfach überhaupt gar kein Verzicht ist, weil es genau so schmeckt wie Schokoladeneis, was ihr im Laden kauft. Falls ihr also Interesse daran habt, den Zucker in eurem Essen zu reduzieren, weil ihr euch mit Ernährung schon ein bisschen auskennt und herausgefunden habt, was wir uns da eigentlich täglich reinziehen mit unseren Süßigkeiten und den ganzen Fertigprodukten, oder falls ihr, keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen Gründen kein Zucker essen wollt, abnehmen wollt, was auch immer ihr vorhabt, das Rezept, was ich heute mit euch teile, ist das Rezept, was es mir ermöglicht hat, Süßigkeiten die ersten 2 Monate komplett aus meinem Speiseplan zu schmeißen. Aber trotzdem möchte man ja manchmal was Süßes essen. Mein Vater, der der größte Zuckerzahn auf der ganzen Welt war, hat dieses Eis sehr geliebt. Und ja, das werde ich heute mit euch teilen. Fangen wir an. Let's go. Einfachste. Ich habe einfach, simpel und sehr wenige Zutaten. Habe ich das schon? In meiner Welt ist das sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, weil ich bin ein sehr fauler Mensch und ich alles, was länger als 5 Minuten dauert, ist sehr kritisch für mich. Wenn ihr auch faul seid, haltet euch an mich. Ihr braucht dafür 3 bis 4 günstige Sachen und eine etwas teurere Sache. Das Allerwichtigste sind gefrorene Bananen. Die habe ich immer im Kühlschrank. Im Optimalfall sind diese Bananen super, super überreif, wenn ihr sie einfriert. Bedeutet, ich habe immer Bananen in meiner Küche liegen, wo ich zwischendurch eine von esse. Und wenn ich sehe, die werden schon so braun, dann weiß ich, jetzt ist es Zeit und dann friere ich sie ein. Je nachdem, wie viel Power euer Mixer hat, solltet ihr gucken, wie groß diese Stückchen sind. Desto kleiner die sind, desto einfacher ist es für den Mixer. 2 Bananen gelten in meiner Welt immer für eine Person. Ansonsten braucht ihr noch Kakao, ungezuckerten Kakao. Den findet ihr einfach in der Backabteilung. Irgendeine Pflanzenmilch. Ich nehme am liebsten immer Hafermilch, weil ich ein Hafermilch-Fan bin. Aber da könnt ihr nehmen, was ihr lustig seid. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch 1, 2, 3 Datteln reinpacken, je nachdem, wie süß ihr das Eis mögt. Wenn die Bananen richtig reif eingefroren sind, dann braucht man meiner Meinung nach keine Datteln. Und das Allerwichtigste, Erdnussbutter. So, kommen wir zu der einen Sache, die teurer ist. Man braucht ein Gerät, um das Ganze klein zu kriegen. In meinen Anfängen habe ich das mit einem Pürierstab gemacht. Ich musste sehr viel Gewalt anwenden und habe wirklich jedes Mal gedacht, dass ich den kaputt mache. Weil gefrorene Bananen sind schon sehr hart. Ja, es hat aber geklappt. Also probiert es erstmal aus mit den Geräten, die ihr zu Hause habt. Falls das nicht klappt, ist die optimale Lösung eigentlich ein Hochleistungsmixer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit den Geräten auseinandergesetzt habt, aber die sind unfassbar teuer. Also die meisten Leute, gerade so die hier im Internet unterwegs sind, haben einen Vitamix oder einen Blendtec. Vitamix liegt auch irgendwo um die 1000 Euro. Ein Blendtec, der liegt auch irgendwo bei 600 Euro, den habe ich in Berlin, den habe ich damals vor 6, 7 Jahren mal im Umfang einer Kooperation geschenkt bekommen. Der schafft das Eis sehr gut, da fehlt mir allerdings so ein Stab, um das umzurühren, deswegen auch da ist es teilweise ein Krampf. Jetzt habe ich hier einen Hanno. Ja, den habe ich mir gekauft, weil ich den bei ganz vielen Leuten auf Instagram gesehen habe und finde den wirklich sehr gut. Also ich weiß nicht mehr, der hat irgendwie 140, 150... Euro oder so gekostet, und es ist für einen Hochleistungsmixer wirklich ein sehr niedriger Preis und kostet halt nicht gleich so viel wie ein Gebrauchtwagen. Der macht das ganz okay. Sagen wir mal so, ich kriege meine Nice Cream damit hin, aber dieser Stab kommt halt nicht ganz bis zum Boden. Das heißt, hier unten bleiben manchmal die Bananen hängen und dann, das werdet ihr gleich sehen, da muss man unten manchmal noch so umrühren und irgendwann ist es. Geht es aber trotzdem. So, zuallererst kommen die gefrorenen Bananen rein. Ich habe jetzt 2 für Kevin, 2 für mich. Ich friere einfach immer ganz, ganz viel ein und hole mir das raus, was ich gerade an Menge brauche. Als nächstes kommt ein Schluck Milch rein. Ich habe jetzt keine genaue Angabe, weil ich manchmal noch nachjustiere. Ich mache erstmal immer so circa 100 Milliliter rein. Und wenn man Bock hat, kann man halt noch irgendwie 2 Datteln reinmachen. Das mache ich auch nicht immer. Und dann kommt Kakao rein. Ganz viel Kakao. Mein Ziel ist es immer, dass dieses Eis eigentlich gar nicht mehr nach Banane schmeckt. Und ich habe herausgefunden, die Masse macht's. So, dass ihr denkt,
Das ist per... Oh Gott. Also ihr müsst da so ein bisschen ausprobieren, wie viel ihr braucht, aber habt wirklich keine Angst, Kakao reinzumachen, weil es ist halt einfach nur Kakao. Es ist nicht irgendein fucking Nestle-Kakao, wo 500 Millionen Tonnen Zucker drin sind, sondern es ist einfach nur Kakao. Probiert es einfach mal aus und schaut, wie viel ihr da mögt. So, ich habe bemerkt, dass ich vergessen habe, Erdnussbutter reinzumachen. Ist natürlich nicht notwendig, so wie es jetzt ist, schmeckt es schon gut. Aber gut ist nicht genug, versteht ihr? Also gut ist halt gut. Aber ich will nicht gut, ich will pervers. Okay, seriously, wie gut sieht das aus? So, und jetzt kommt das alles in einer Schüssel rein. Und wenn ihr wollt, also ich mache das eigentlich nie, aber ich habe das mal dafür gekauft, könnt ihr natürlich so rumspielen, da jetzt noch irgendwie so Schokostreusel drauf machen oder so, I don't know. Da ich filme, ist es jetzt schon ein bisschen flüssiger, weil ich hier viel mehr Zeit brauche als sonst, aber ich schwöre bei Gott, Leute, das kann mit jedem Ben und Jerry's mithalten. Dann stellt euch vor, abends liegt ihr auf dem Sofa zum Frühstück und ihr denkt, da ist aber kein Zucker drin. Ja, that's what it is. Ich verlinke euch unten in der Infobox mal noch meine anderen Rezeptvideos, die ich in den letzten Jahren so gedreht habe. Und den Hanno kann ich euch einmal verlinken. Ja, falls ihr das nachmachen solltet, bitte verlinkt mich auf Instagram oder so. Ich möchte das sehr gerne sehen. Macht ein Foto und verlinkt mich drunter. Falls ihr Bock habt, sowas öfter zu sehen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sehr gerne mehr Rezepte teilen, weil irgendwie Ernährung gerade ein sehr großer, schöner Teil meines Lebens geworden ist. Und ich endlich Frieden mit diesem Thema gefunden habe, wo ich wirklich Jahre drum gekämpft habe. Und ja, es mich sehr glücklich macht, wirklich jetzt bombastische Rezepte zu haben, die einfach alles in den Schatten stellen und einfach mir auch gleichzeitig kein schlechtes Gewissen in Bezug auf meine Gesundheit oder meinen Körper machen. Und für mich ist das ein sehr wichtiger Fakt gewesen, das auszuheilen. Und ich weiß, dass es vielen Menschen auch so geht, weil man schon irgendwie fühlt, was man da isst und das sehr viel auch mit... dem Körper und der Verdauung und der Psyche und so zu tun. Ja, es ist ein ganz anderes Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr seid süß, ihr seid klein. Bis dann.